Was ist dein liebstes Genre bei Pornos? Was sind deine sexuellen Vorlieben? Top, versatile, bottom. Das kann ich auf jeden Fall beantworten. Ich weiß nicht, ob ich es im Internet sagen will. Ah! Hoffentlich gucken die meine Eltern das Video nicht an, ey. Ich bin hier heute zusammen mit Dimi, dem DIY-King. Hello, hello. Und wir werden heute sehr spicy Fragen zum Gay-Sein, LGBT-Sein beantworten. Die haben wir uns nicht selbst überlegt, sondern ein Kumpel von uns. Und die sind gestaffelt nach Spiciness. Bedeutet, die erste Frage wird noch nicht ganz so spicy, aber die letzte Frage wird extrem spicy. Und passend dazu haben wir hier ein Set mit Chili-Soßen in 7 verschiedenen Schärfegraden. Und wir werden zu jeder Frage eine dieser Chili-Soßen essen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie scharf die letzte wird, denn da ist die Carolina Reaper drin. Das ist die schärfste Chili der Welt. Und wenn man eine Frage nicht beantworten möchte, muss man einen Teelöffel von dieser schärfsten Soße essen. So, das ist der einzige Weg, um rauszukommen. Ich denke, wir legen einfach los. Let's do it! Wir haben hier unsere Chicken Nuggets und wir beginnen jetzt gleich mal mit der ersten Soße. Das ist eine Jalapeno-Dattelsoße. Und das sind übrigens die Crazy Bastard Sauces. Das ist nicht gesponsert oder so, aber das ist eine coole kleine Firma, die die handgemacht und umweltfreundlich in Berlin herstellt. Wenn ihr die auschecken wollt, habe ich die unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe noch nie diese veganen Nuggets gegessen. Genau, das sind die von der Rügenwalder Mühle. Cheers. Cheers. Oh mein Gott. Finde ich lecker. Mhm. Geht voll klar. Man merkt voll, dass da noch irgendwas Süßes drin ist. Genau, die ist relativ mild. Hoffentlich genauso mild wie die erste Frage. Wie hast du gemerkt, dass du schwul bist und wann war das? Wie schwer oder leicht fiel dir das Akzeptieren? Easy. Ich habe das, glaube ich, gemerkt, da war ich ungefähr 12 oder so. Einfach, weil ich angefangen habe, so Typen halt hinterher zu schauen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Kataloge kennt, aber man hat die mal früher bekommen, diese Modezeitschriften und so. Und dann habe ich alle Kategorien übersprungen und bin zu Man Underwear und Swimwear gegangen, um mir diese Bilder anzuschauen. Und das Akzeptieren ist mir leicht gefallen. Also ich habe so gemerkt, okay, es ist so und habe das auch nicht mehr hinterfragt oder so. Also ja. Ja, voll gut, dass du da gar nicht so krass mit gestruggelt hast. Oh, ich bin froh, die war wirklich easy going. Mal schauen, was du jetzt hast. Warst du schon mal intim mit einer weiblichen Person? Oh, well, well, well. Also, ich hatte auf jeden Fall meine Freundin. Die habe ich sogar schon mal hier auf dem Kanal interviewt. Wenn ihr das Video sehen wollt, könnt ihr gerne mal in der Infocard vorbeischauen. Wir lieben Cross-Promo, yes. Mit der war ich nicht so krass intim. Also wir haben schon rumgemacht, aber da ist jetzt nicht viel mehr gelaufen. Mhm. Aber ein anderes Mal, ja, war so ein bisschen Patching ein schon bisschen am Patching. Start. Nicht mit ihr, sondern tatsächlich so mild wie die Soße. Ja. War nicht so spicy. Könntest du es dir jetzt vorstellen, theoretisch so? Sag niemals nie, aber es ist jetzt, also keine Ahnung, es würde mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Reizen so, interessieren. So. Okay, ja. Fair. Wer weiß. Next Sauce. Level 2. Oh ja, die riecht echt gut. Cheers. Okay. Guten. Mhm. Ist auf jeden Fall schon spicy, ja. Ich finde, das ist noch verträglich. Also die schärfste Soße ist 10-mal schärfer als die, die wir gerade probiert haben. Oh mein Gott. Beruhigend. Was findest du unfassbar nervig an der schwulen Community bzw. der schwulen Kultur? Okay, mach dich unbeliebt. Oh Gott. Ich finde, das ist eigentlich auch ganz easy. Also was ich nervig finde, ist, also alle schwärmen immer so von wegen, ja, in dieser Community hält man so zusammen und pusht sich und so. Und es ist nicht so. Es Nein. ist einfach nicht so. Also klar, pusht man sich, man hat so Grüppchen, man unterstützt sich. Aber wenn man letztendlich irgendwie queer feiern geht, kriegt man manchmal trotzdem so blöde Blicke oder Sprüche ab. Und ja. Das finde ich halt mega nervig. Also dass da dieser Zusammenhalt, von dem alle immer im Pride Month so preachen und so, überhaupt nicht da ist. So. Könntest du dir eine Dreiecksbeziehung vorstellen? Also ich glaube, so eine Beziehung zu dritt, also Thruple-mäßig. Ich meine, vorstellen kann man sich vieles. Also ich aber in real life, we want the real tea. Also, um ganz ehrlich zu sein, so klar, wenn man sich zu dritt findet und es passen würde, würde ich sagen, sure, warum nicht? Mhm. Aber so, ich glaube, faktisch gesehen ist es so unwahrscheinlich, weil es ist schon so schwierig, eine Person zu finden, das die stimmt. so gut zu einem passt, dass man ja. wirklich mit der zusammen sein möchte. Deswegen, ja, also wenn es da draußen Leute gibt, die so viel Glück haben, dass sie zwei gefunden haben. Die nächste Soße, die wir haben, ist Chipotle und Pineapple. Mm. Also haben wir auch so ein bisschen was Sweetes dabei. Oh ja, die riecht schon nach Zerstörung, ey. Cheers. Cheers.
Also noch merke ich nicht den Unterschied zu der davor. Es war noch verträglich. Also ich finde, man merkt schon, dass es mehr... Oh. Das Brennen kommt so nach und nach. Demi greift einfach jetzt schon zur Milch. Wie empfindest du Dating als schwuler Mann und was war dein schlimmstes Date? Girl, Bab. Also ich finde, es ist einfach, Leute kennenzulernen, aber es ist ein Struggle, Leute kennenzulernen, die zu einem irgendwie passen, so emotional, sage ich mal. Also in Großstädten und so ist es, glaube ich, nochmal mehr tricky, weil voll viele suchen halt nicht Ernsteres und so. Und wenn man halt was Ernsteres sucht, sucht man, glaube ich, ziemlich lange oder muss halt Glück haben. Und mein schlimmstes Date, also es war auch super kurz, es war einfach super awkward, weil wir haben uns getroffen und irgendwie, er war halt nur so am Handy und so. Und war gar nicht offen für ein Gespräch und ich saß halt so daneben und ich war so, hey, okay, aber was machen wir hier? Also wenn du am Handy bist, warum bin ich überhaupt gekommen? Wir wollten halt so spazieren gehen und so. Und ich glaube, das ging irgendwie 40 Minuten oder so. Also, das klingt war einfach aber awkward. Echt awkward. Es war einfach nur awkward. Wann hattest du deinen letzten Orgasmus? Well, also, keine Ahnung, an sich habe ich kein Problem damit, das zu beantworten. Ich denke mir so... Zu scharfe Soße. Nee, ich glaube, also, fein. Okay, also, okay. Ich glaube, das ist jetzt so, keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden her. Ja, cool. Oder so. Ja. Ja. I love that. es geht spicy voran jetzt. Oh, hoffentlich gucken meine Eltern das Video nicht an, ey. Als nächstes haben wir eine Habanero Tomatillo. Liebs. Soße. Das sind 4 Flammen drauf von 5. Aber bis jetzt finde ich, sind die Soßen auch einigermaßen lecker. Die sieht voll lecker aus. See you in hell. Die braucht auch ein bisschen Zeit. Oh mein Gott. Müssen wir den ganzen Nagel essen. Mhm. Also du bist jetzt so die Erste, die so richtig so die Nase frei macht, ne? Deine Augen drehen auch schon so ein bisschen. Es ist so. Ich glaube, du kannst schärfere Sachen mehr ab. Also jetzt brennen auch schon so ein bisschen die Lippen, der Gaumen, die volle Experience. Ja, okay. Wann war deine erste sexuelle Erfahrung und was genau ist passiert? We want details. Das ist erst die 4. Aber ich weiß nicht, ob ich es im Internet sagen will. Entweder das oder extrem scharfe Soße. Okay, also ich sag jetzt meine allererste sexuelle Erfahrung. Da war ich, glaube ich, 18. Genau, dann habe ich einen Typen kennengelernt im Club. Also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, sage ich mal. Und dann irgendwann haben wir zusammen getanzt und so auf dem Dancefloor. Und dann sind wir zusammen halt nach Hause gegangen zu ihm. Und dann haben wir... Go on. Ja, ich nehme die Schaffe. Oh, ich kann nicht. Okay, ja, egal. Ja, auf jeden Fall, genau, wir sind dann halt zu ihm hingegangen und dann haben wir angefangen rumzumachen und so weiter und wir sind nicht so all the way gegangen, sondern haben eher so Petting und so weiter gemacht und die Sache ist, dass als diese ganze Experience zu Ende war, ich auch für mich so gedacht habe, okay, warte, habe ich jetzt gerade meine Virginity verloren oder nicht? Also ich wusste so gar nicht, ab wann man die verliert. Ja. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall so der Moment war. Was ist dein liebstes Genre bei Pornos? Wie ist es, wenn ich keine richtige Antwort drauf habe? Also generell muss ich sagen, ich bin niemand, der jetzt so, keine Ahnung, nach einem speziellen Genre sucht. So ist einfach nicht mein Ding. Aber wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, dann... Wenn die Kamera nicht hier wäre oder so, wir würden so offen über alles labern, aber wir wissen, es ist online. Du müsstest dich jetzt für eins entscheiden. Also ich glaube, wenn ich mich für eine Kategorie entscheiden müsste, würde ich, glaube ich... Dreier nehmen, einfach weil ich denke, dass man da eine gute Variation hat. True, so. Da passiert immer was Neues. Fair enough. Also ich glaube, die nächste wird fun. Das ist Ghost Pepper und Mango. Oh, ich liebe Mango, aber Ghost Pepper ist ja wirklich auch eher so eine bekannte Chili, die wirklich super scharf ist. Okay, bon appetit. Bon appetit. Kommt? Ja. Das ist die erste, bei der ich so ein bisschen schmerzhaft finde. Die andere, man hat so die Schärfe gespürt im ganzen Mund, aber das ist jetzt das erste, was ich so wirklich als Schmerz wahrnehme. Echt? Ja. Let's do this. Was sind die wichtigsten Faktoren für guten Sex?
Ja, let the world know. Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass ich mit der Person so eine Connection habe. Also da muss so eine Sympathie da sein und so. Und nicht einfach nur diese Attraction vom Körper, sondern dass man die Person wirklich kennt. Und ich finde einfach, dass man einfach darüber spricht und klar sagt, was man mag und was nicht. Dass man es nicht zu ernst nimmt, sondern dass es auch lustig sein kann. Ja, dass also, man sich nicht so einen Stress macht. Nö, und da kann auch, finde ich, was Lustiges passieren und dann kann man auch drüber lachen. So. Also das ist mir wichtig einfach. Communication und Consent. Ja. Das. Wo würdest du dich auf diesem Spektrum einordnen? Top, versatile, bottom? Das kann ich auf jeden Fall beantworten. Einerseits denke ich mir, dass das auf jeden Fall eine Einteilung ist, von der wir uns so ein bisschen verabschieden müssen. Yes! Denn ich denke, dass das einfach so... So unnötig. Ist es so unnötig? Ist es so irgendwie das Replizieren von irgendwelchen Geschlechterrollenbildern, so nach dem Motto, so es muss das und das geben. Also das ist voll variabel und es kommt auch immer voll auf die Kombi an, mit welcher Person man auch was hat. Ich würde einfach sagen, ich bin versatile und es, keine Ahnung, kommt auf die Person an, auf den Tag an, auf die Stimmung an. Ja, voll. So, you never know. Ja. Verse Queen. Hashtag Verse Queen. Die letzte Soße hatte 30.000 Scoville und ich fand die schon ein bisschen schmerzhaft. Die nächste hier hat jetzt 50.000. Trinidad Scorpio, das ist bestimmt auch die Chili Art, und Clementine. Seht uns leiden. Mut. Einfach schnell rein. Erstmal voll gut. Also ich glaube, die braucht auch ein bisschen, bis sie kickt. Oh mein Gott. Bei mir ist noch alles gut. Ich glaube, es kommt noch, aber... Oh, es fühlt sich an, als ob Feuer rauskommt. Also bei mir kommt es jetzt so langsam. Das ist auch die erste, die so richtig in den Rachen geht, finde ich. Die anderen hat man nur so im Mund gespürt, die spürt man... Oh. Es wird immer schlimmer einfach. Mein Mund produziert gerade so viel Speichel, um sich zu retten, aber es klappt nicht. Ich hoffe einfach, dass ich diese Frage beantworten kann, weil ich kann mir nicht einen Teelöffel geben. Lies vor, ich will's wissen. Was sind deine sexuellen Vorlieben, Fetische erwünscht? Ich habe tatsächlich schon damit mit voll vielen Friends geredet, weil ich weiß nicht, wie es euch geht oder so, aber ich liebe Sex-Talk. Also ich finde, es ist so spannend, einfach zu hören, was jede Person für Erfahrung macht und so. Und ich habe keine Fetische so für mich entdeckt. Okay. Aber du hast doch bestimmt irgendwelche Faves, so eine Favorite-Stellung. Aber was ich eigentlich voll mag, ist, wenn man nicht die ganze Zeit sich so festsetzt, sondern wenn man irgendwie zum Beispiel... Wenn man sich allgemein so abwechselt natürlich und so mit dem Flow geht. Hast du schon mal Nudes verschickt? Kurze Antwort ist ja, ich habe schon mal Nudes verschickt, auf jeden Fall. Die lange Antwort ist, aber ich würde es heute vielleicht nicht mehr machen. Ich glaube, jeder hat schon so viele Horrorstories irgendwie gesehen oder gehört. Ja, voll. Dass ihr auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit euren Nudes sein solltet. Also mein Motto ist immer, Real Life ist eh besser. Ist einfach so. Die letzte Soße. Bist du ready? Nein. Hast du Angst? Ja. Ich würde sagen, dass wir ein bisschen eine extra große Portion nehmen. Das sind jetzt 65.000. Yes. Also hier ist Carolina Reaper drin und Blueberry. Blueberry klingt gut. Ich liebe Blueberries. Okay. Okay. Das 65.000. Ist jetzt 65.000 Scoville, die schärfste Soße, die wir hier haben. Let's do this. Die kommt auf jeden Fall schneller, die Schärfe. Oh, die kommt auf einmal. Also bei mir brennt schon die ganze Zunge. Ja. Und hinten auch. Oh Gott, ich fange an zu weinen. Trinke Milch. Aber sobald die Milch weg ist... Oh, scheiße. Es kommt wieder, ja. Und es kommt hart. Aber genauso hart wie die siebte Frage. Let's see. Es ist auf jeden Fall eine lange, so that's not good. I'm fine. Okay. Was ist das sexuell Versauteste, das du je getan hast oder dir vorgestellt hast? Gib mir die Soße. Nein, bitte. Aber kein Berg. Nee. Ja, aber schon. Ja, perfekt. Nein! Cheers, Leute. Das geht auf euch. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren für diese Action. Was war das für ein Geräusch? Alles brennt. Oh fuck. Ich kann nicht mehr. Oh fuck. Oh,
Ich brauche Hilfe. Alter. Aber ich bin so froh, dass diese Erfahrung vorbei ist. Es ist eine Erfahrung, die ich nie wieder in meinem Leben machen will. Und jetzt bist du dran. Oh nein. Oh, es brennt. Nein! Oh nein! Ich kann die nicht beantworten. Was ist das? Ich will die nicht beantworten. Wie viele SexpartnerInnen hattest du schon? Das lassen wir nicht einfach so durchgehen. Scheiße. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht judgmental, finde ich. Die Frage ist zu spicy fürs Internet, deswegen... Oh nein. Oh Gott. Ich weiß genau, was du gerade durchmachst. Nee. Oh Gott. Oh, ich muss weiter drin. Ja. Nonstop. Es ätzt alles weg. Wie viel dies? Off. Also die Soßen sind so nice gemacht, ne? Aber die letzten zwei kann man halt echt in die Tonne treten. Okay, ich glaube, wir haben heute einiges an Tee gespillt. Oh mein Gott. Jeden Fall sehr viel mehr, als ich jemals eigentlich dachte, dass ich es auf meinem Kanal tun würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hier kommt jetzt zur LGBT-Playlist mit allen LGBT-Videos und noch zu einem anderen coolen Video. Checkt auch auf jeden Fall mal Dimis Kanal aus. Und ansonsten findet ihr unsere Socials, Instagram, TikTok und auch meinen Podcast unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr Bock habt auf einen zweiten Teil.